Scheiße. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und zu gegebenem Anlass werde ich dieses Video machen, denn meine Kommentarfunktion bei YouTube ist inaktiv. Das heißt, ich kann seit über einer Woche keine eurer Kommentare mehr beantworten oder irgendwie reagieren. Deswegen mache ich das jetzt einfach per Video. Die Kommentare sind bunt gewischt in meiner YouTube Studio App und deswegen ja, fange ich einfach mit dem erstbesten an. Das ist ein Kommentar zu dem German Hardcore Bodybuilding Workout. Kapitale Berlin schreibt: Es muss brennen wie Feuer in den Muskeln. Dann trainiert man richtig. Nicht wahr, Johannes? Und dieses Feuer muss man so lange wie möglich aushalten. Nur dann macht man es nicht falsch. Naja, viele Wege führen nach Rom. Und es muss nicht immer brennen. Eine schwere Kniebeuge ist einfach nur anstrengend. Da brennt es nicht unbedingt. Aber es ist immer eine Frage der Herangehensweise. Der eine macht Kraftsport, der andere macht Bodybuilding. Und der Bodybuilder, unter anderem auch ich, liebt dieses Muskelbrennen. Okay, es ist eine Hassliebe. Ja? Eigentlich willst du den Schmerz gar nicht, aber du weißt genau, da musst du jetzt durch. Kniebeuge mit Robert Förstemann und Romano Rengel. Am 24.12. letzten Jahres übrigens gedreht. Serial Killer, 100% Tutos Informatik. Am I the only one that don't speak German, a word of German? But who's watching all the videos? Bin ich der Einzige, der kein Wort Deutsch redet und trotzdem seine Videos guckt? Ich weiß es nicht, mein Lieber. Ich würde gerne auch englische Untertitel ermöglichen, aber das ist dermaßen aufwendig und würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, beziehungsweise dafür sind es einfach noch zu wenig englischsprachige Leute auf dem Channel. So, und jetzt muss ich das vermutlich nochmal auf Englisch sagen für den Serial Killer, falls er dieses Video sieht. So, at the moment I'm not able to. There are some small videos who or which have English subtitles, but at the moment it's not necessary. I don't know, there are two less English speaking people from other countries, so it's just a German channel at the moment. So, sorry for that. Der nächste Kommentar: Warum meine Diät funktioniert? Oldschool Diet. Ein etwas älteres Video von Danny Galuschko. Klasse Beitrag, ruhige Person, ruhige Stimme, großes Wissen über diesen Sport. Ich habe viel gelernt durch deine Videos und die Leute in deinen Videos. Großes Lob aus Unterfranken. Mein lieber Danny, danke für dein Lob, für dein Kompliment. Ich bin nicht immer die ruhigste Version meiner selbst. Im Moment bin ich eher ein bisschen aufgedreht und habe gesagt, komm Baby, hol die Videokamera raus, wir drehen jetzt was. Und ja, so hat man immer unterschiedliche Phasen. Und ich wünsche mir jedoch, je älter ich werde, desto ruhiger zu werden. So, hier ein Kommentar zum letzten Fibo-Video, Teil 3 dieser Serie. Der letzte Tag Fitness und Bodybuilding. Lothar Batrinou. Minute 0,36. Nice. Ich habe öfter solche Kommentare. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht jedes Mal nochmal das Video angucken und dann gucken, was da genau war. Insofern erstmal sorry von mir. Aber ist auch trotzdem schön, wenn es dir gefällt. Das freut mich sehr. Bodybuilding meets Man's Physik von SakoTV28. Wäre geil, wenn du mal was mit Fitness-Oscar machen würdest. Peace. Mein lieber Sakko, was soll ich sagen? Alle, die den Channel schon länger schauen, wissen, dass ich schon jede Menge mit dem Oski zusammen gemacht habe. Musste mal genauer hingucken oder vielleicht sogar mal bei Oski auf dem Channel schauen. Auch der hat interessante Videos draußen zum Thema Bankdrücken, Kniebeuge haben wir gemacht. Ich glaube, Kreuzheben auch. Also das ist einiges am Start, wie man so schön sagt. Hier ein Kommentar zu das Finale Sophia Thiel Programmtest. Denn die Melli hat ja das Programm getestet. Von Alexi Sherman. Gerne mehr von solchen Testserien rein. Nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch informativ und ein Stück weit spannend zu sehen, wie viel so ein Programm tatsächlich bringt oder bringen kann. Weiter so, Johannes Smiley. Ja, dazu kann ich sagen, es ist auf jeden Fall etwas geplant. Wir haben ja gesehen, dass es gut angenommen wurde. Es ist auch für mich, für uns spannend zu sehen, wie das Programm angenommen und umgesetzt wird, wie vor allem die Reaktionen von euch sind. Das ist für mich super spannend und super informativ, weil das die Resonanz ist halt ja manchmal einfach völlig unerwartet. Und man wundert sich doch, wie das Video oder der Test dann am Ende ankommt und wirkt. Also wirklich phänomenal, man lernt nie aus. Und insofern wird dieses Format auf jeden Fall fortgesetzt, das ist versprochen. Da habe ich gestern ein Video rausgehauen, Bodybuilding meets Man Physik. Habe ich mit dem Joe Louis zusammen trainiert. Und da schreibt der Daniel M.,
Komische Ausführung beim Seitheben bei Johannes. Es ist davon auszugehen, dass ich immer weiß, was ich tue. Oder zumindest es in dem Bewusstsein tue. Aber ich bin mir relativ sicher, was ich tue. Und wenn ich Seitheben so mache, dann weiß ich auch, warum. Der Oberarm agiert zur Seite. Ob er dabei gestreckt ist oder nicht, ist erstmal irrelevant. Aber er agiert auf jeden Fall vor dem Körper. Nicht neben oder hinter dem Körper. Und ich arbeite meine seitliche Schultermuskulatur bewusst. Also, und ach so, und alles, was hier oben drüber passiert, ne, ist Käse. Da trainiere ich nicht mehr meinen seitlichen Delta, sondern vielmehr noch den Trapez. Es ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Also zur Seite. Ich habe da auch irgendwo ein Tutorial draußen. Entweder verlinke ich es oder ihr sucht euch mal durch den Channel. Oh, hier haben wir noch einen Kommentar. Das finale Sophia Thiel Programmtest von Marlon Dilara. Nur mal so zur Info. Muskelmasse ist schwerer wie Fett. Naja, jetzt frage ich euch. Was wiegt denn mehr? Ein Kilo Fett oder ein Kilo Muskelmasse? Und hier, ich gehe ruhig nochmal drauf ein. Markus Rühl vs. Fitness-YouTuber. Real Talk. XiSWAT. Vergleichen wir mal Markus' Erfolge mit euren. Wer seid ihr beiden eigentlich? O.O. Ich glaube, du hast den Inhalt dieses Videos verfehlt. Nicht so interpretiert, wie du es hättest sollen. Aber da bist du ja nicht der Einzige insofern. Tja, Pech gehabt. Hier nochmal ein Kommentar zum letzten Video. Bodybuilding meets Man Physik von Bench Bros. Schade, dass wir dich auf der FIBO gar nicht gesehen haben, sonst wärst du auch in unserem Vlog gelandet. Super Arbeit, die du machst. Bleib wie du bist. Viele Grüße von den Bench Bros. Ja, ihr habt auf jeden Fall einen Channel. Wisst ihr, habt da ein bisschen gratis Werbung. Und scheint offensichtlich Bankdrückfans zu sein, wenn ich es richtig sehe. Dem Namen nach zu urteilen. Oh, klingelt. Und wieder ein Kommentar bei Bodybuilding meets Man Physik von Julio Playa. Weiß jemand, wie die Musik ab Minute 10:55 heißt? Danke. Du bist nicht der Einzige, der nachgefragt hat. Ich habe seit den letzten Wochen ganz, ganz häufig Nachfragen wegen der Musik. Lasst euch von Emma nicht stören, der Hund rennt hier ein bisschen durch die Gegend. Und ich habe die bislang nie verlinkt. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich mal echt ein einzelnes Video und hau mal die letzten Playlist einfach von den letzten Wochen raus. So meine Lieblingshits, meine Favoriten. Also Daumen hoch auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein paar Playlists extra raushaue, dann werde ich das tun. Ich selber gebe mir auch immer sehr große Mühe beim Auswählen der Musik. Von daher, ja, lasst es mich wissen. Der nächste Kommentar, Bodybuilding meets Man Physik, von Wahrheit und Gerechtigkeit. Johannes würde einfach 10-mal besser aussehen, wenn er 15 Kilo weniger Muskeln hätte. Dazu der Kommentar von Timo Lifts Weight. Du meinst wohl 15 Kilo weniger Fett. Du machst dir gerade keine Freunde, Timo. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist alles fettfreie Muskelmasse, selbstverständlich. Und ich habe ausschließlich Muskulatur aufgebaut nach meiner Oldschool-Diet. Und werde diese natürlich vollständig auf die Bühne bringen, sollte es nochmal dazu kommen. Und hier nochmal Markus Rühl vs. Fitness-YouTuber Real Talk von Corbin Dallas, der dazu schreibt, längst überfälliges Video, selig sind die geistig Armen und in diesem Sport scheint es viele davon zu geben. Beide Daumen hoch, Johannes, ich weiß, warum ich euch folge. Ja, siehste, das ist auf jeden Fall ein eingefleischter Fan, ist natürlich klar, dass der Pro-Johannes Lukas ist. Ne? Aber ich persönlich finde nicht, dass es da ein Pro und Contra geben muss, denn es ist nicht immer nur schwarz und weiß. Ja? Man kann sowohl Johannes Lukas Follower-Fan sein oder auch Markus Rühl Follower-Fan. Das beißt sich beides nicht unbedingt. Ja? Und letztlich müsst ihr konsumieren und schauen, was euch gefällt. Und ja, habt ihr die Wahl. Ja? Hier ein Kommentar zum letzten FIBO-Video von Niklas Vollersen. Johannes, eine Diät mit Benny, mit Herzchen. Ich würde jedes Video zweimal anschauen. Geile Sache. Mal sehen. Ist auf jeden Fall ein Gespräch, wäre eine super coole Kombi. Der Benny von Smart Gains, ich habe mich auf der FIBO mit ihm unterhalten. Und ja, die Resonanz von euch, egal in welchem Social Media, war doch recht groß und durchweg positiv. Und insofern, ja, ich glaube schon, dass wir dem Benny helfen kann. Und ja, lasst euch überraschen. Mal schauen, wo das hinführt. Der nächste Kommentar zum Bodybuilding meets Physik Video von Markus Weber. Also ich würde auch gerne alles rauslassen, aber wenn ich so rumstöhnen würde, würde ich Hausverbot bekommen. Es ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Ich habe das während des Trainings gar nicht mitbekommen. Und ich mache recht selten solche Vorermüdungssupersätze. Meine Schultern haben gebrannt ohne Ende und es war mega anstrengend. Und das kam einfach so aus mir raus. Ja, man macht sich nicht unbedingt Freunde damit, wenn man stöhnt. Und das ist sowieso ein heikles Thema. Also ab wann darf man denn stöhnen? Darf man auch stöhnen, wenn man 3 Kilo seitheben macht? Oder darf man erst ab 20 Kilo seitheben stöhnen? Ich weiß es nicht. Wenn es aus mir rauskommt, dann ist es halt so. Und wir waren alleine. Insofern bin ich entschuldigt. Hier nochmal ein Video zum Thema FIBO. Der letzte Tag Fitness und Bodybuilding. Vom Sonntag von der FIBO 3, Socke 3. Hey Johannes, für die Videos von der FIBO kann man dich nur sehr loben und dir danken. Für mich hast du die besten FIBO-Vlogs von allen Fitness-YouTubern gedreht. Holla! Da durch das Interviewen von Athleten quasi die FIBO zu den Zuschauern, die nicht auf der FIBO waren, nach Hause gebracht hast. Also als Zuschauer dieser Videos war man mehr oder weniger auch auf der FIBO, oder besser gesagt, man fühlte sich so, als ob. Mach bitte weiter so. Ja, mein Ziel war es, möglichst viel von der FIBO zu berichten, und zwar völlig unabhängig, wer mit wem irgendwelchen Beef hat. Und ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben eine gute Mischung aus gestandenen Athleten. Ja, erinnert euch mal an das Video, da waren 7-facher Weltmeister, dann der Murat Demir, der mal eben schnell seine 2 Mr. Universe-Titel vergessen hat. Harald Selsam, der Horst Dieter, Horst Wetterau, aber auch gemischt mit Fitness-YouTubern. Ich sag mal so, InScope 21 ist ja auch mit dabei. Nicht 24, sondern 21. Ich habe ihn mit 24 anmoderiert. War eine schöne Zeit. Allerdings habe ich, wie ihr vielleicht bemerkt habt, keine der Leute, der Menschen, die in dem Vlog vorkommen, in die Überschrift gepackt. So viel zum Thema Klickgeilheit. Oh, hier ein Kommentar zu einem ganz alten Video mit meinem Kollegen Jan, dem Fitnessmodel versus Bodybuilder von Mr. Wolf. Normal läuft man 400 Meter so in einer Minute. Ihr habt recht, ich weiß gar nicht, welche Zeit ich damals gelaufen bin. Ich glaube 1:31 oder so, ist schon so lange her. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr langsam. Ich wünschte, ich wäre schneller gegeben. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich alles gegeben. Ich befürchte, jetzt wäre ich noch langsamer. Aber gut, mit 130 Kilo läuft es sich halt nicht so schön. Das ist nun mal Fakt. So, Sportsfreunde, ich hoffe, ich konnte etwas entschädigen dafür, dass ich halt nicht direkt auf eure Kommentare antworten kann. Ich hoffe, YouTube behebt diesen Bug irgendwann, damit wir endlich wieder direkt antworten können. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.